Hi Leute, grüßt euch. Ja, ich bin hier gerade bei meinen Bienen. Eigentlich nicht, weil ich nach meinen Bienen gucken wollte, aber er ist gerade weg. Ich hatte gerade Besuch von einem Zeitungsreporter. Und zwar möchten die einen Bericht machen über meinen Kanal und über Imkerei und so weiter. Ist ja gerade wieder Trendthema anscheinend, die Imkerei. Ja, da wird es vielleicht jetzt nächste Tage einen Zeitungsbericht geben. Und guck mal hier. Zuschauer. Ist das nicht schön? Ja, im Krankenhaus war ich heute auch schon wieder, durfte mir meine beiden Spritzen abholen. Mittlerweile merke ich da schon von gar nichts mehr so richtig von. Bin auch mittlerweile auf der Höchstdosis mit diesem Bienengift. Also für alle, die das noch nicht wissen, ich bin ja Allergiker und habe heute wieder meine beiden Spritzen bekommen. In der Höchstdosis, was es da gibt. Ich glaube, weiß ich nicht, ob das jetzt ein Milligramm Bienengift links und rechts jeweils ist oder so. Ich weiß es nicht genau. Ja, wenn ich sowieso mal gerade da bin und meine ganze Ausrüstung hier habe, kann ich auch gleich mal gucken, ob meine Bienen schon das Rapsfeld gefunden haben, was hier relativ weit weg ist. Oder ob die sich hier nur mit den paar Blüten begnügen, die hier so rumwachsen. Ich bin mal gespannt. Ich gucke jetzt erstmal kurz rein. Mache jetzt hier kein Drama, weil nachher soll es Gewitter geben. Aktuell sieht es noch nicht danach aus. Aber es kann ja sein, dass die Bienen da schon irgendwie riechen. Und dann ist ja nicht so gut Kirschen essen mit den Bienen, das wissen wir ja, ne? Okay, also heute nur ganz kurz. So, ich werde jetzt mal in das Volk reingucken, was am vielversprechendsten ist. Also vom Flugloch her. Aber die sind noch nicht mal im Honigraum angekommen. Was ist das für ein Käse? Hier, das ist jetzt mal für die Menschen, die sich Nahaufnahmen gewünscht haben. Der Honigraum ist mal überhaupt noch nicht angenommen. Aber das ist natürlich wirklich schade. Da war ich jetzt von ausgegangen. Ansonsten ist das Volk rammelvoll. Würde mich nicht wundern, wenn hier schon alles voller Honig drin ist in dem Raum. Sieht mir ganz danach aus. Ja klar. Aber wir wollen ja hier heute kein großes Tennis machen. Schade, schade. Jetzt setzt man die schon so früh drauf, die Honigräume, und sie werden immer noch nicht angenommen. Jetzt werde ich nochmal in das andere Volk hier reingucken, das ist auch ein sehr starkes. Ja, das ist natürlich jetzt rammelvoll. Seht ihr das? Das ist jetzt schon die zweite Zarge von dem Volk. Also da ist wirklich, die obere Zarge ist voller Bienen und zwar überall. Alle Wabengassen voller Bienen. Da werde ich morgen erstmal definitiv den Honigraum aufsetzen. Ja, warum habe ich da nicht letztes Mal schon Honigraum aufgesetzt? Weil das Volk einfach noch nicht so weit war. Es war ein sehr schwaches Volk und anscheinend sind die jetzt durch das warme Wetter so richtig gut entwickelt worden. Und spätestens jetzt kommt natürlich der Honigraum da drauf, ganz klar. Jetzt gucke ich mir nochmal hier einen so einen Schwächling an. Tja, mit dem Volk kann ich dieses Jahr echt keinen Blumentopf gewinnen. Also die sind immer noch extrem schwach, leicht nervös. Klar, ich meine, man muss das Wetter jetzt auch dabei sehen. Es gibt nachher Gewitter, aber nichtsdestotrotz müssten das doch eigentlich hier schon lange aus dem Quark gekommen sein. Aber tut es einfach nicht. Tut es nicht. Also schön ist was anderes. Ich
Wenn gleich wieder einer meckert, warum nimmt der keinen Rauch? Wofür denn? Keine Bienen da sind, brauche ich auch keinen Rauch, oder? So, schauen wir mal. Aha. Also die Wabe ist voller Honig hier und wahrscheinlich noch Futter. Da sind irgendwelche Spielzellen angesetzt. Ich weiß aber nicht, ob das ernsthafte Tendenzen hatte oder ob da vielleicht Brut vorhanden war. Also hier sind Eier drin, aber ganz sporadisch. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Also hier ist offene Brut drauf. Auf der Wabe ist offene Brut. Das heißt, ein bisschen Hoffnung ist noch da. Die muss natürlich jetzt auch irgendwo begattet sein, die Königin. Nicht, dass da Drohnen rauskommen. Hier sind auch frische Eier drauf. Lassen wir uns mal überraschen. Puh, also kein großer Aufriss heute. Ganz kurz reingeschaut. Man sieht ja im Internet schon die ersten Bilder von irgendwelchen Schwärmen. Da frage ich mich auch, warum? Gibt ihr den Bienen keinen Platz? Oder warum schwärmen die? Ich habe doch jetzt noch die ganze Möglichkeit. Ich kann einen zweiten Brutraum aufsetzen. Ich kann einen Honigraum. Ich kann noch einen Honigraum aufsetzen. Warum schwärmen die Bienen jetzt schon? Ich verstehe das nicht. Ich meine, man steckt ja nicht drin. Man kann ja sein, dass meine plötzlich auch morgen sagen, ach, ich bin da mal weg. Aber ich kann es mir halt nicht vorstellen. Aber ich denke mal, man kann doch jetzt erstmal jede Menge Raum geben den Bienen, ja. Ich meine, klar, wenn man erstmal einfach macht, dann kann es natürlich sein, dass die Schwärme jetzt schon abhauen, weil man einfach sich nicht gekümmert hat vorher. Oder ich kann es mir halt nicht erklären. Wenn es mir jetzt passieren würde, würde ich genauso da stehen und fragen, Mensch, wie ist das denn jetzt passiert, ja. Und naja, also ich bin leicht enttäuscht, dass mein starkes Volk den Honigraum noch nicht angenommen hat. Da hatte ich mir etwas mehr erhofft. Ich habe schon gedacht, ich müsste jetzt nächste Woche Honig schleudern oder so. Aber das hat ja erstmal noch Ruhe, so wie es aussieht. Morgen fahre ich nochmal geplant hierhin. Da werde ich nochmal ein bisschen mehr machen. Vielleicht das schwache Volk, was ihr gerade zum Schluss gesehen habt, mal ein bisschen mit Brutwaben verstärken, dass das ein bisschen aus dem Quark kommt, wenn sich das überhaupt lohnt. Aber wir schauen mal. Und dann habe ich ja noch die Völker da stehen. Da kann man auch nochmal reingucken. Vielleicht sind die Honigräume ja angenommen. Naja, okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, so ein paar coole Dinge geplant, aber da möchte ich jetzt noch nicht zu viel versprechen. Das seht ihr dann einfach dann, wenn es soweit ist. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.